Herzlich willkommen. Schön, dass du dich wieder für ein Video von mir interessierst. Ja, wann kommt endlich der Traummann oder die Traumfrau in mein Leben? Das ist die Frage, die sich so viele Menschen stellen. Und ich möchte jetzt heute mal mit dieser Legung und mit Hilfe der geistigen Welt versuchen, hier Antworten zu finden. Bitte legt mich nicht auf konkrete Datums fest, ja. Das wäre sehr unseriös, sowohl in der persönlichen Beratung als auch hier in einer allgemeinen Legung, weil das kann einfach niemand sagen. Also ich bin da so, dass ich sage, Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Medialität hin oder her, wer hier sich auf ein Datum festlegt, da ja, habe ich 50-50, dass das Ganze dann auch tatsächlich in Erfüllung geht. Das kann niemand sagen, dazu ist diese Welt zu komplex, dazu braucht es viel zu viele Parameter, um tatsächlich ein solches Ereignis vorauszusagen. Was wir sagen können, sind Tendenzen, wie es sich bei dir entwickelt, und darauf möchte ich jetzt einfach schauen. Also wenn du ein Mann bist, dann schaust du auf eine Frau oder kann auch sein natürlich auch auf einen Mann. Und wenn du eine Frau bist, dann umgekehrt eben auch entweder auf Mann oder Frau. Das heißt, erstmal ist das hier Geschlechter völlig unabhängig. Es ist auch zeitunabhängig, wo du gerade bist, wann du das Video schaust, ist völlig egal. Es gilt immer ab dem Zeitpunkt, ab dem du es gefunden hast. Und ja, allgemeine Legung habe ich schon gesagt. Das heißt, es kann nicht immer alles auf dich zutreffen, was ich hier sage. Geh in deine Eigenverantwortung. Denk immer dran, dass alles, was die Kaiser hier erzählt, ist nett und geduldig. Ich habe deine persönliche Situation nicht vor mir. Das heißt, ich spreche für ein größeres Kollektiv. Da kann deine Situation reinpassen, muss sie aber nicht. Das heißt, hier einfach obrigkeitshörig, sage ich jetzt mal, jeden meiner Tipps oder Hinweise sofort zu verfolgen und umzusetzen, das wäre vielleicht ja, ungeschickt. Ich würde dir da empfehlen, dass du da genau hinschaust und dich, wenn du hier zum Beispiel etwas für dich entdeckst, was du sagst, ja, das ist spannend, das sollte ich mir mal anschauen, dass du dir dann einfach jemanden suchst, mit dem du das dann auch, jemand Professionellen am besten, mit dem du das dann auch gut besprechen kannst und du dann erst eine Entscheidung triffst, die sich hundertprozentig mit deiner Situation dann auch vereinbaren lässt. Ja? So, ich habe heute, den ganzen Tisch davon, ich habe heute, drei Decks mitgebracht. Das erste, das gelbe, hier ist das Golden Wheel Tarot. Sieht so aus von den Karten her. Da habe ich einen Stein, einen roten Stein. Ich zeige ihn mal mehr in die Kamera rein. Ich kann ehrlich gesagt hier nicht sagen, was das ist. Vielleicht weiß es jemand von euch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das sind so Kristalle, die auf einem anderen Stein wachsen. Aber ich finde den sehr, sehr spannend und in der Kombination hier mit dem Rot auch sehr passend. Dann habe ich hier das eines meiner Lieblingstarots, die mich länger schon verfolgen, wissen das, das ätherische Visionen, das illuminierte Tarot, ein Jugendstil-Tarot, und da habe ich hier den, finde ich, sehr schönen Bergkristall dazu. Und dann habe ich hier das letzte noch, das ist das Crystal Visions Tarot von der Jennifer Galasso, und da habe ich einen Amethyst. Ich sehe gerade, der ist ein bisschen staubig, muss ich mal wieder pflegen. So, das sind die drei Sets. Du kannst dir aussuchen, zu welcher Legung du dich hingezogen fühlst, zu welchen Karten, zu welchem Stein. Du kannst durchnummerieren, wie du möchtest. Und wir schauen jetzt einfach mal, was das Tarot, die lichtgeistige Welt, dir zu meiner Frage sagen möchte. Wenn du noch nicht so weit bist und dich noch nicht entschieden hast, dann kannst du das Video gerne anhalten. Ich lege jetzt erstmal los mit der ersten Legung. Ich sage es jetzt nicht mehr immer dazu, meine Karten. Ich mische die immer schon vorher vor und reinige die auch, ja, sodass ich hier nicht immer eine halbe Stunde sitze und mische. Ich mache das dann einfach nochmal hier so der Ordnung halber. Ja, dass ihr seht, sie sind wirklich gut durchgemischt. Und dann starten wir. Ja, ich möchte gleich sofort in die Frage einsteigen.
weil ich das Gefühl habe, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir relativ viele Informationen bekommen werden. Das sagt mir so einfach so meine Intuition. Liebe lichte geistige Welt, wann kommt für meinen Zuschauer, meine Zuschauerin, die dieses Kartenset gewählt haben, der Traumpartner? Sind schon mal die 5 der Stäbe rausgefallen. Dann kommt das Gericht. Der König der Schwerter. Die 10 der Stäbe und die Hohe Priesterin. Wow! Spontan würde ich sagen, hier ist noch ein bisschen Entwicklungsweg vor dir, bis du wirklich in der richtigen Energie bist. Ich nehme dich hier wahr als jemand, der momentan noch mit sich kämpft. Ja? Die 5 der Stäbe ist eine Karte der Rangelei, bestenfalls des Kräftemessens, kann aber auch bis zur Konkurrenz gehen, kann auch hier ein bisschen kämpfen sein. Ich sage immer so, vor allem mit sich selbst, innerer Kampf. Innerer Kampf, ich gehe rein, etwas loszulassen, eine bestimmte Verhaltensweise loszulassen. Das sagt mir das Gericht. Ne? Also diese Verhaltensweise hier hinter dir zu lassen, was auch immer das ist, können wir gerne gleich noch mal drauf gucken. Und das Thema Partnerschaft von einer distanzierteren, kühleren, verstandesorientierteren Warte aus zu betrachten. Insofern kann es sein, dass wahrscheinlich hier geht um dieses Thema Emotionen. Ne? Vielleicht bist du ein sehr emotionaler Mensch, was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Aber wenn man von Emotionen sein ganzes Leben und sein ganzes Handeln bestimmen lässt, dann kann es sein, dass man in so etwas wie eine emotionale Abhängigkeit kommt. Ja? Also, dass man im Prinzip, was ist emotionale Abhängigkeit? Emotionale Abhängigkeit ist für mich, wenn ich zum Beispiel in tiefste Verzweiflung falle, wenn jemand mich nicht toll findet. Ja? Wenn es einfach so ist, dass das, was ich brauche an Emotionen von anderen, wenn das frustriert wird, wenn mein inneres Kind da frustriert wird. Und es ist eine kindliche Verhaltensweise, es ist keine erwachsene Verhaltensweise. Als Erwachsener dürften wir gelernt haben, dass wir nicht immer alles bekommen, weil vielleicht auch nicht gar nicht alles immer gut für uns ist. Und dass wir durchaus überleben werden, wenn ein anderer Mensch uns jetzt eben nicht toll findet oder nicht meiner Meinung ist oder mich eben nicht liebt. Ja, oder nicht, sich nicht in mich verliebt oder sich einfach anders verhält, als ich es mir wünsche. Und in diese Energie darfst du hier mehr kommen, noch mehr loszulassen, ja, mit dem König der Schwerter. Das ist ja eine sehr kühle, rationale Energie. Das heißt nicht, dass der keine Emotionen hat, aber der zeigt sie nicht sofort. Der würde immer eine Situation aus dem Verstand raus her beurteilen. Und ich glaube, dass das hier ganz wichtig ist, damit du rauskommst aus den. Also ich kriege rein, dass für dich Beziehungen bisher immer sehr belastend waren. Vielleicht waren sie am Anfang glücklich und schön und irgendwann haben sie sich zur Belastung entwickelt, weil du wahrscheinlich emotional
hier zu abhängig warst. Und emotionale Abhängigkeit führt ja immer dazu, dass wir immer dem anderen alles recht machen wollen, dass wir immer schön angepasst sind, dass wir immer lieb sein wollen, dass wir immer die Gute und der Gute sein wollen. Und das ist eine Falle. Das führt einmal dazu, dass wir uns total verausgaben, und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass wir nicht unser Leben leben, sondern immer das Leben von anderen, weil wir sind ja ständig damit beschäftigt, es so zu machen, dass es der andere richtig findet und gut findet. Die Frage ist nur, ob wir das selber auch so sehen. Und worum es hier geht, ist tatsächlich in eine Energie zu wachsen, wie hier Hohenpriesterin, manchmal kriege ich es nicht mehr raus, weil ich so im Fühlen bin, dass ich dann die Worte nicht mehr finde. Die Hohepriesterin ist eine Energie, die ist sehr spirituell, die ist sehr unabhängig, die braucht niemand anderen, die kann auch sehr abstinent sein, die kann sich also durchaus auch durch ihre Betätigung so viel Befriedigung, sage ich jetzt mal, holen, dass sie diese sexuell nicht braucht. Die Hohepriesterin ist eher kühl und zurückhaltend. Die würde also jetzt nicht bei jedem Mann sofort anspringen und ihn für den Traummann schlechthin halten, sondern die würde sich das ganz genau anschauen, die würde ganz genau hinschauen, die würde über Kennenlernen versuchen herauszufinden, ob der andere überhaupt derjenige ist, der zu ihr passt. Also nicht einfach den Platz neben mir mit irgendjemandem belegen, der da gerade verfügbar ist. Das ist übrigens auch eine Form von Missbrauch, die dann von mir ausgeht. Ja, also wir reden ja immer viel davon, dass wir missbraucht worden sind. Wir sprechen aber ganz wenig davon, wie oft wir schon missbraucht haben. Und wenn ich einen Menschen nur um des Habens willen an meiner Seite haben möchte, weil ich mich dann gut fühle, wenn ich einen Partner habe, oder weil ich mich dann sicher fühle, oder weil ich mich dann geliebt fühle, ja, dann ist es auch eine Form von Missbrauch. Weil ich dann eigentlich nicht den anderen im Blick habe, sondern nur meine eigenen Bedürfnisse. Und das sind so Beziehungen, wo man sich dann oftmals auch gar nicht kennt. Wo man sich gar nicht kennengelernt hat und sich auch nach Jahren noch gar nicht kennt, weil eigentlich jeder in seiner eigenen Welt ist und versucht zu bekommen, vom anderen zu bekommen. Und dass du vom anderen bekommst, ist ja auch richtig. Nur dass du auch gibst, ist auch richtig. Also es braucht, wie immer im Leben, ein Ausgleich, ne? Ein Geben und Nehmen. Ich sage es immer wieder mit dem Atem, das ist für mich das beste Beispiel. Ich kann nicht nur einatmen und ich kann nicht nur ausatmen. Es braucht beides in einem angemessenen Verhältnis, damit ich leben kann. Und das sehe ich hier als Weg bei dir, der hier diesen Stapel 1 gewählt hat. Wie schnell du den durchschreitest, kann ich nicht sagen. Das kann von heute auf morgen gehen. Ja? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, sowohl bei mir selbst als auch bei vielen, vielen Klientengesprächen, diese Aussage ist immer sehr verhasst. Ja? Ich muss ja noch was tun. Ich muss mich noch entwickeln, steht da so dahinter. Na, müssen tust du gar nichts. Wenn du eine liebevolle, gleichberechtigte Partnerschaft haben willst, dann wäre es sinnvoll, weil mit dieser Konstellation ist es sehr stark die Gefahr, dass du dir im Prinzip den Falschen oder die Falsche an deine Seite angelst. Ne? Das heißt nicht, dass hier kein Mensch kommt, das heißt nur, dass es vielleicht dann nicht der Richtige ist. Und ich finde, das, was hier liegt, sehr, sehr positiv, weil es gibt dir sehr, sehr, sehr viel Macht. Und ich sehe jetzt hier auch nicht, dass du dich hier völlig umkrempeln musst. Ich denke nur, dass du vielleicht manche deiner Verhaltensmuster überdenken und loslassen darfst. Die haben sich vielleicht aus deiner Sozialisation heraus so entwickelt.
Und jetzt darfst du einfach, wirklich einfach erkennen, dass das für dich nicht zielführend ist. Und ich sage es immer wieder, das ist tatsächlich so. Wir können unser Leben durch eine Entscheidung total verändern. Wenn du heute entscheidest, jetzt ist Schluss mit falschen Männern, mit falschen Frauen, mit Menschen, die eigentlich nicht zu mir passen, dann kannst du Schritt für Schritt in diese neue Kraft hineinwachsen, diese neue Energie. Also, bei Stapel 1 ist es so, dass in dem Moment, wo du entweder in diese Energie hineingewachsen bist oder gut auf diesem Weg bist, dass du hier tatsächlich emotional unabhängig bist. Ja? Dass du dein Leben für dich völlig genießt, dass du ohne Partner genauso glücklich bist wie mit Partner, ja? Dass ein Mensch an deiner Seite, ja, wenn man so schön sagt, die Kirsche auf der Sahnetorte wäre, übrigens, ich mag diese Kirschen immer gar nicht, wenn es richtige Kirschen sind, aber diese kandierten Kirschen, ich fand die immer ganz schrecklich, ich habe die immer schon als Kind schon immer neben die Torte gelegt, ja? Also, wenn du die richtige Kirsche haben willst und nicht die kandierte, ja? Dann macht es Sinn, dass du dich hier hinein entwickelst. Und das geht. Das geht und das wird dich sehr, sehr glücklich machen. Das zu spüren, wie man einfach feststellt, dass einen da das Außen nicht mehr manipulieren kann, mit nichts mehr, ja? Dass da kein Mann oder keine Frau mehr sind, die irgendwelche Spielchen spielen können mit dir, weil du es einfach nicht mehr nötig hast, nicht im Sinne von herablassen, sondern im Sinne von tatsächlich emotional nicht mehr nötig hast. Dann werden sie entweder nicht mehr kommen oder sie werden das gar nicht mehr versuchen mit dir. Und es kommen die Richtigen. Also eine sehr, sehr schöne Aussage, finde ich. Ja? Gut, so viel zu Stapel Nummer 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, jetzt kommt Stapel Nummer 2 für die, die das Jugendstil-Tarot gewählt haben und diesen schönen Bergkristall. Und schauen wir mal, wann kommt dein Traummann oder deine Traumfrau, dein Traumpartner? Deine Traumpartnerin. So. Rausgefallen. Liebe lichte geistige Welt, wann kommt für den Zuschauer, Zuschauerin, die Stapel Nummer 2 gewählt haben? Da kommen die 4 der Stäbe. Da kommt der Wunschbrunnen. Da kommen die 6 der Kelche. Da kommt die Welt und da kommt der König der Münzen. Das ist ja eine Nummer, das ist ja eine, wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu reden. Also, erstmal ist es so, diejenigen, die dieses Steinchen hier in diese Legung hier gewählt haben, da geht es darum, dass sie sich nur noch, in Anführungszeichen nur noch, von einer alten Geschichte hier befreien, von einem Menschen, in den sie sehr viele Wünsche und Träume reingelegt hatten, wo sie dachten, das ist was Stabiles, was sich aber als solches nicht bewahrheitet hat. Ja? Das liegt hinter euch. Ne? Die Welt ist immer Abschluss eines Zyklus. Das heißt, hier geht es darum, also ich euch mal zeigen, die Karten. Ach, das Deck ist so schön. Also, wir haben die Stabilität,
Kann auch sein, dass es hier schon eine Ehepartnerschaft, Familie gab, ja, dass ihr auch dachtet, das ist euer Wunsch, also das ist schon die Wunscherfüllung hier. Hier gibt es sogar noch eine andere Möglichkeit. Hier könnte es sogar sein, dass das eine Verbindung war, die was mit einer Seelenpartnerschaft zu tun hat. Ich bin da immer vorsichtig mit dem Begriff. Aber dass es hier tatsächlich um jemanden geht, den ihr auch schon aus einem anderen Leben kennt. Ne? Und ich vermute hier mal, dass hier tatsächlich, vielleicht hilft euch das jetzt auch, um das besser loszulassen mit der Welt. Ich vermute mal, dass die Lernaufgabe mit diesem Partner in diesem Leben tatsächlich vollendet ist. Ich sage es bewusst, vollendet. Also es kommt mir ganz stark rein, dass das, was ihr mit diesem Menschen erleben, bewältigen, aufbauen, was auch immer durftet, ja, das ist vollendet. Das hat sich jetzt hier vollendet. Und das darf gehen. Das dürft ihr loslassen. Und in dem Moment, wo ihr das loslasst, also der liegt schon da, kommt hier der König der Münzen. Der König der Münzen ist für mich ein sehr positiver Partner, wenn es darum geht, eine feste Beziehung, Ehe, Partnerschaft, wie auch immer, wie weit du gehen möchtest in der ganzen Angelegenheit, ja. Aber es ist ein treuer, ein sehr stabiler Partner, der auch im Weltlichen dafür sorgt, dass es seinen Lieben gut geht. Ein sehr arbeitsamer Mensch, jemand, der vielleicht auch handwerklich gut begabt ist, jemand, der ich sage jetzt mal im klassischen Sinn, wie man sich das vielleicht auch, wenn man so ein bisschen konservativ eingestellt ist, wie man sich so einen Ehemann vorstellt, die Frage, ob du das so haben willst. Aber wenn du gelernt hast, also wenn du vielleicht auch schon ein bisschen älteres Semester bist, so wie ich jetzt, ja, wo du einfach gelernt hast, dass oftmals die Männer, die wir immer so super anziehend finden und so schick, dass das nicht immer unbedingt die sind, mit denen man dann auch tatsächlich seinen Wunsch nach einer festen Partnerschaft erfüllen kann, dann ist der König der Münzen eigentlich genau der Richtige. Ich eigentlich, er ist der Richtige. Ja. Und das heißt für mich, wenn du hier tatsächlich erkennst, ich glaube, du hast das schon erkannt, ne? Das liegt dir ja schon deutlich, ich glaube, du hast das selber schon erkannt, dass du hier das Alte noch gehen lassen darfst. Und wenn du das tatsächlich emotional auch vollzogen hast, also nicht nur im Bewusstsein, sondern auch emotional vollzogen hast, dann gehen hier die Türen auf. Und dann kann jemand kommen, der dir das bietet auf Dauer, was du dir hier wünschst. Vielleicht hattest du das hier auch schon, es kann auch sein, weil wenn der Wunschbrunnen dabei ist, vielleicht hattest du das hier auch schon, aber also ich persönlich glaube nicht es gibt die sicherlich diese lebenslangen Verbindungen, aber ich glaube ja, dass wir Seelen sind, die hier eine menschliche Erfahrung machen, die in einen menschlichen Körper inkarniert sind, um einfach Lernaufgaben zu bewältigen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wir auch immer wieder bestimmte Menschen treffen, die wir in der Regel schon kennen aus anderen Leben, nicht aus früheren. Ich glaube auch, dass wir andere Leben, also parallele Leben haben, ne? Dass alles gleichzeitig stattfindet. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo wir eine Aufgabe erfüllt haben, sich diese Energie auflöst. Und dann, also wenn wir sie im positiven Sinne erledigt haben, ja, und wir dann auch auf ein anderes Level gehen. Das andere Level würde hier auch wieder im Sinne von ein neuer Zyklus von der Welt angedeutet werden, ja, die wir hier haben, na, wollen wir sie hier. Und insofern glaube ich, dass du hier getrost loslassen kannst. Du weißt im Prinzip, dass du das wieder haben kannst, was du hattest. Aber jetzt geht es um einen anderen Menschen, um eine andere Erfahrung. Ja? Und was auch auf einige zutreffen kann, ist, dass sie
Also das ist auch nochmal so ein starkes, was ich hier reinkriege, ist so eine Art Belohnung. Ne? Das hat, für mich hat das so eine Art, wie soll ich sagen, da kommt jetzt ein Geschenk. Du hast deine Prüfungen mit Bravour bestanden und jetzt kommt hier das Geschenk. Schau mal, ob du damit in Resonanz gehst, ob das für dich stimmig ist. Ja? Ja, das wäre es hierzu. Ja, dann bedanke ich mich für die, bei denen, nicht für die, bei denen, die Stapel Nummer 2 gewählt hatten, fürs Zuschauen. Und dann machen wir jetzt noch Stapel Nummer 3. Set von Jennifer Galasso und dem etwas angestauchten Amethyst. Den muss ich wirklich reinigen. Schade um das schöne Stück. So, dann schauen wir auch hier mal. Ich möchte wieder wissen von der lieben, lichten, geistigen Welt. Wann kommt der Traumpartner, die Traumpartnerin, der Traummann, die Traumfrau für meinen Zuschauer oder die Zuschauerin, die Stapel Nummer 3 gewählt haben? Der König der Schwerter, die 3 der Schwerter, die 8 der Schwerter, der König der Stäbe und the unknown card. Also, wenn ich the unknown card bekomme, ja, das ist so wie für manche andere, die hohe Priesterin im Set, dann heißt es, dass ich hier etwas Bestimmtes noch nicht erfahren soll. Ne? Also wahrscheinlich bist du noch in einem Prozess, den du einfach noch durchlaufen musst. Und wenn du jetzt schon zu viel wüsstest, was hier tatsächlich auf dich zukommt, dann würdest du vielleicht das eine oder andere nicht mehr umsetzen. Und das ist ja ganz wichtig. Ich darf nicht in deinen Seelenplan eingreifen und hier irgendwelche Dinge ausposaunen, wo deine Seele schreit oder die geistige Welt schreit, nee, das soll sie jetzt mal noch gar nicht, soll er noch nicht wissen, weil damit könnte der Prozess gestört werden. Ja, also wenn ich dir jetzt zum Beispiel versprechen würde hier, weil ich mal versprechen mache ich sowieso nicht, aber wenn ich dir hier sagen würde, dein Traummann steht schon vor der Tür, dann würdest du vielleicht einen Entwicklungsprozess nicht mehr beschreiten, weil dann würdest du sagen, naja, wunderbar, es kommt ja alles sowieso, ne? Ich muss ja nichts mehr tun. Ein Beispiel. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das jetzt hier auf die Legung zu schauen, das ist ein Beispiel. Schauen wir uns mal an, um was es hier geht. Wir haben den König der Schwerter, wir haben die 3 der Schwerter, wir haben die 8 der Schwerter und den König der Stäbe und die Ahnung Card. Ich habe hier sofort eine Geschichte im Feld. Ich vermute mal, dass du hier in der nahen Vergangenheit oder vielleicht auch etwas länger zurückliegend einen Mann an deiner Seite hattest, einen König der Schwerter, mit dem es zu sehr starken Verletzungen gekommen ist. Also es muss ein Mann gewesen sein. Ich bleib jetzt immer, ne, auf der Position, dass ich aus der Sicht einer Frau spreche, die auf einen Mann schaut. Drehst dir um, wenn du es anders, wenn es bei dir anders ist. Also hier ist ein Mann gewesen, der dich sehr, sehr verletzt hat. Und diese Verletzung ist noch aktiv. Die ist noch nicht ausgeräumt. Das zeigen mir einfach hier die 8 der Schwerter. Ich vermute, dass er dich mit allen möglichen Verhaltensmustern konfrontiert hat, die dich bisher davon abgehalten haben, den richtigen zu finden. Der König der Stäbe liegt für mich jetzt hier nicht
unbedingt als ein, was heißt nicht unbedingt, der liegt für mich nicht als der Mann, der jetzt hier in dein Leben kommt und kommen soll, ja. Ich habe das Gefühl, du hattest hier immer zwei männliche Qualitäten, mit denen du es zu tun hattest. Entweder mit einer sehr harten, verstandesorientierten, kühlen Energie, Männer, die dich emotional nicht befriedigen ist jetzt der falsche Ausdruck, erfüllen, die dich nicht erfüllen konnten, die nicht mit dir auf derselben Ebene standen, was ich sage es mal einfach, emotionale Kompetenz betrifft. Ja, Gefühle äußern, mit Gefühlen umgehen, Gefühle wahrnehmen. Ne? Sehr verstandesorientiert. Ich bin in der Position, ich sage immer, wir brauchen beides. Ja? Der liebe Gott hat uns, oder die Schöpfung, oder wie auch immer du glauben magst, hat uns beides gegeben, Verstand und Herz. Und wenn wir eines von beiden ausklammern, dann sind wir nicht vollständig unterwegs. Das kann sich bei Entscheidungen immer wieder zeigen. Also wenn ich eine Entscheidung nur aus dem Verstand raustreffe und das Herz so gar nicht dabei ist, es kann sein, dass ich falsch liege, und es kann auch umgekehrt der Fall sein, wenn ich nur aus dem Herzen raus entscheide und den Verstand nicht mit. Es braucht beides, ne? Ich sage immer, ich kann mit beiden sprechen, wie mit einer Person. Ich kann meinen Verstand fragen, was ist für dich die richtige Entscheidung. Ich kann mein Herz fragen und kann die auch miteinander kommunizieren lassen. Und dann habe ich wahrscheinlich, oder dann habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gute Entscheidung treffe, wenn ich beides berücksichtigt hatte. Und ich glaube, dass hier ein Mann war, der emotional sehr verschlossen war und der durch seine Kühlheit, durch sein emotional abgeriegelt sein, kriege ich hier rein, er dich sehr häufig verletzt hat. Ich glaube gar nicht absichtlich, sondern einfach, weil er es nicht besser konnte. Ne? Gesetzt den Fall, du bist hier eine sehr emotionale Frau oder ein sehr emotionaler Mann und du hast es mit jemandem zu tun, der diametral das andere besetzt, dann kann das hier wirklich zu starken Verletzungen führen. Mein Tipp an dich wäre, wenn wir hier es mit so starken Gegensätzen zu tun haben, dann macht es immer Sinn, dass wir uns auf die andere Seite ein bisschen zubewegen. Also ich habe da immer so dieses Beispiel von einer Kinderwippe, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, oder diejenigen, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Das ist diese lange Stange, und auf jeder Seite kann ein Kind sitzen, ne? Und wenn jetzt nur auf der einen Seite ein Kind sitzt und auf der anderen nicht, funktioniert es nicht, ne? Also wenn ich nur eine Energie habe, dann funktioniert diese Wippe nicht. Sie funktioniert wie immer im Leben mit Ausgleich, ja? Also auf die andere Seite muss ich auch ein Kind setzen. In dem Moment, wo jetzt jemand zu stark in einer Energie ist, dann ist die Wippe im Ungleichgewicht. Und dann, was braucht es dann? Dass der andere auch in diese Richtung geht. Wie meine ich das? Stellt euch diese Wippe vor, ja? Und einer sitzt außen auf diesem Stühlchen, was da immer ist, und der andere ist jetzt eben auf der Seite des Verstandes, und der ist zu weit in die Mitte reingerutscht. Der sitzt also nicht auf dem Stühlchen, sondern der ist nach innen gerutscht, in die Nähe des Gelenks. Ja? Wenn du jetzt da außen sitzen bleibst auf deinem Gefühl, dann kommt die Wippe nicht in Bewegung. Wenn du aber ein Stückchen nach innen rutscht, dann könnt ihr dasselbe wieder bewegen wie vorher in den Extrempositionen. Ja? Das heißt für mich, wenn du immer wieder mit Männern zu tun hast, die extrem verstandesorientiert sind, vielleicht darfst du mal für dich überlegen, ob du ein bisschen auch davon etwas annehmen möchtest. Du musst dabei deine Emotionalität nicht aufgeben, dein Gespür, deine Intuition, alles, was da dazugehört. Aber die Dinge vielleicht ab und an ein bisschen mit mehr Distanz zu betrachten, ein bisschen mehr deinen Verstand einschalten, bevor du handelst oder etwas entscheidest. Das wäre hier mein Tipp an dich. Und ich habe ja hier noch einen weiteren König.
Die zweite Fantasie, die ich hier habe bei der Legung, ist, dass du eventuell auch häufig an Männer gekommen bist, die sehr sexuell orientiert waren, die dich überrannt haben, die deine Emotionalität ausgenutzt haben, um dich sexuell auszubeuten. Ich sage es wirklich so, wie es ist, ne? Weil das ist eine Form von Missbrauch, wenn ich so agiere, dass ich bekomme, was ich will und der andere wollte es mir vielleicht noch gar nicht geben, vielleicht warst du noch gar nicht so weit, aber du hast halt vielleicht gedacht, naja, bevor er dann wieder abhaut oder bevor da wieder nichts draus wird, gebe ich mich lieber hin, was immer eine Fehlinterpretation der Situation ist. Im Gegenteil, genau das Gegenteil passiert. In dem Moment, wo du dich zu schnell hingibst, bist du den Mann in der Regel sofort wieder los. Und vor allen Dingen auch Könige der Stäbe, die auf, durchaus auch auf kurze Geschichten sehr anspringen, ne? Da braucht eine Frau nur heiß aussehen oder sie irgendwie sexuell triggern und schon können die da dabei sein. Das ist jetzt die Frage, ob du es als Frau zulässt. So, und dann haben wir dieselbe Situation wieder. Ja? Ich vermute, dass das Spiel, was jetzt hier mit dem König der Schwertern, kann hier genauso gelaufen sein, hier verstandesorientiert und hier auf der sexuellen Ebene. Ja? Also wenn du jemand bist, der einfach aufgrund seiner Emotionalität Nähe sucht, auch Körperlichkeit sucht, hast hier, ja, ich möchte sagen, das Problem, aber der Haken an der Sache ist, dass du hier auch nicht in die emotionale Erfüllung gehst, sondern hier wird es nur körperlich erfüllt. Und dann passt das mit der Wippe wieder genauso. Ja? Also immer dann, wenn du ein Extrem besetzt hast, wirst du Menschen anziehen, die auch sehr extrem unterwegs sind. Und zwar in der Regel auf der anderen Position. Das ist wie Yin und Yang, diese Münze, wenn ihr wisst, was ich meine, funktioniert ja nur, wenn die Seiten gleich verteilt sind. So. Und das ist hier die Aussage, dass du einmal ausgewogener wirst und dass du deine Verletzungen, die du von diesen oder von mehreren Männern, können hier auch mehrere sein, wir haben ja hier zwei drin, die du hier erfahren hast, die darfst du erstmal noch heilen. Die darfst du heilen, du darfst dir anschauen, welche Verhaltensmuster du immer noch hast, dass du solche Menschen anziehst. Und das Universum sagt, der Weg dorthin, der muss durchschritten werden. Wenn du den nicht gehst, dann tut sich hier nichts Neues auf. Und wir sagen dir jetzt momentan auch noch nicht, wann das soweit ist, weil sonst würdest du hergehen und würdest wieder zurückkippen, ne? in alte Verhaltensweisen. Also, schau dir an, was bei dir sich noch was noch heilen darf, damit du eine neue Energie annehmen kannst und damit auch neue Männer, neue Frauen mit einer neuen Energie anziehst. Na, wir ziehen in der Regel ja immer das an, was mit unserer, nicht immer dasselbe, das stimmt nicht, dass wir immer dasselbe anziehen und es stimmt auch nicht, dass wir das Gegenteil anziehen, sondern wir ziehen immer das an, womit unsere Energie in Resonanz geht. Ja? Und es kann sein, dass es dasselbe ist und es kann im anderen Fall sein, dass es das genaue Gegenteil ist. Und du darfst für dich herausfinden, was für dich stimmt. So. Das war Stapel Nummer 3. Wow, jetzt ist mir richtig heiß geworden, richtig warm geworden. Bei dieser Legung. Ich fand es jetzt sehr, sehr spannend. Also, wenn du jetzt gedacht hast, ich sag dir, am so und so vielten um so und so viel Uhr kommt dein Traummensch, dann kann ich mir vorstellen, wirst du jetzt enttäuscht sein. Das sind aber Aussagen, die ich nicht treffe. Mir ging es darum, dass du schaust, was in deiner Macht noch liegt, ja, was du für dich noch anschauen und verändern kannst, damit du das bekommst, was du dir wünschst, was du verdient hast,
und was einfach auch in dein Feld möchte. Ja? Wir halten und oft unsere Wünsche von uns selber fern und stehen uns selber im Weg. Und wenn meine Legung jetzt dazu beigetragen hat, dass dir da was Licht aufgegangen ist, dass sich da für dich was erhellt hat, dass du hier einen Impuls gekriegt hast, den du verfolgen kannst, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Und wenn du dich dafür bedanken möchtest, indem du mir ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo hinterlässt, dann freut es mich umso mehr, damit dieser Kanal weiter wachsen kann. Und ja, dass immer mehr Menschen auch in den Genuss kommen dessen, was ich hier zu geben habe. Vielleicht brauchen es da draußen noch ein paar, vielleicht wünschen sich ein paar noch diese Aufrichtigkeit. Mir ist es sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin keine Schönwetterfee. Ich lege oder ich sage das, was ich tatsächlich lege. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, das kann ich nicht hören, das will ich nicht hören, ich möchte nur hören, dass er morgen vor der Tür steht. Das kann ich nicht leisten und dann bin ich hier auch die falsche Beraterin. Dann bitte ich dich, dir einen anderen Kanal zu suchen. Ja? Wenn du sagst, ja, das ist zwar jetzt schon eine harte Wahrheit gewesen, was ich hier erfahren habe, aber jetzt kann ich damit was tun. Ja? Jetzt liegt es ja an mir, wie ich das umsetze. Und jetzt kann ich sofort loslegen. Dann bist du hier richtig. Also mir geht's. Ich bin keine klassische Kartenlegerin. Kartenlegen ist für mich eine Methode von vielen, die ich in meiner Arbeit verwende. Ich bin eigentlich spirituelle und psychologische Beraterin. Und mir ist wichtig, dass du und viele andere Impulse bekommen, um ihr Leben besser zu gestalten. Da haben wir alle was davon. Nenn es ruhig auch einen egoistischen Anspruch von mir, denn je besser euer Leben wird, desto besser wird mein Leben auch, desto friedlicher wird es, desto glücklicher wird es. Na, weil wir unsere Umwelt ja, wir sind ja alle miteinander verbunden, wir gestalten uns unsere Umwelt ja miteinander. Ja? Und wenn es viele Menschen gibt, die unglücklich sind, die unerfüllt sind, die im Mangel sind, dann spüre ich das auch und ich darf dann mit diesen Energien auch umgehen, wenn sie in mein Feld kommen. Und ich sage ganz ehrlich, ich möchte eigentlich am liebsten glückliche, liebevolle und schöne Energien in meinem Feld haben. Und deswegen, wenn ich euch da dienlich sein kann, dass ihr das auch habt und wir das alle immer mehr bekommen, ist das doch eine super Sache. So, also jetzt lang geschwafelt. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.